Ich bin von meiner ganzen Einstellung her, ich bin ein Kämpfer. Ich bin jemand, der einen langen Atem hat, der mit sehr viel Optimismus an die Dinge rangeht. Und Ermüdungserscheinungen kenne ich höchstens, wenn ich mit meinem Sohn 5 Sätze Tennis spielen musste. Früher war es besser. Das ist ein Satz, den bringe ich nicht über die Lippen. Also das habe ich zu oft gehört in den letzten Jahrzehnten. Also zu den Leuten möchte ich nicht gehören. Ich glaube einfach, man muss sehen, also wie der griechische Philosoph sagt, alles fließt. Das heißt, alles verändert sich. Alles wird sich ständig verändern. Sicherlich, ich habe natürlich nicht im 5. Jahrhundert gelebt nach Christus. Glücklicherweise nicht. Vielleicht ist da doch, kann man da sagen, da war bestimmt nicht alles besser. Und deswegen meine ich, man muss sich einfach bewusst sein, dass sich Dinge generell immer verändern. Und man muss vor allen Dingen bewusst sein, auch in meinem Alter, wenn man ständig daran arbeitet, nicht alt zu werden, nicht alt werden zu wollen, wird man immer unglücklich sein, weil ja man automatisch sowieso älter wird. In der Religion ist ja alles Heilige wahr. Und für den gesunden Menschenverstand ist alles Wahre heilig. So könnte ich es ausdrücken. Daran erkennen Sie, dass ich nicht so sehr gläubig bin. Nein, eigentlich nicht. Also sagen wir mal, beruflich gesehen ist es ja so, dass man einem Vorbild ja gerne nacheifert. Und das wäre ja schlecht, weil in unserem Beruf zählt ja nur das Original. Die Kopie ist ja wertlos. Aber es gab durchaus Menschen, die mich sehr beeinflusst haben. In erster Linie mein Vater mit diesem unerhörten Willen, trotz einer schweren Behinderung sich durchzusetzen und niemals diese Behinderung den Kindern gegenüber zu erwähnen oder deswegen um Servicedienste zu bitten. Ich muss sagen, dass ich von ihm eigentlich mein Lebensmotto habe, das heißt, ich will und ich kann. Das heißt, würde ich sagen, ich bin nicht der Meinung, dass man eine große Bugwelle an Selbstbewusstsein vor sich herschieben sollte, aber ein gesundes Selbstbewusstsein ist schon wichtig. Ich bin ja ein weit vorausblickender Mensch und habe mir gedacht, wenn ich jemals auf diese Dame treffe, als Maurer oder Schlosser wird sie mich wohl nicht einladen. Außerdem, wissen Sie, als Maurer oder Schlosser hätte ich bestimmt auch Kunden gefunden, aber bestimmt jeden nur einmal. Ich bin handwerklich wenig geschickt. Viel mehr kann ich nicht. Ich hätte vielleicht noch Jura studieren können, das hätte mich auch interessiert. Dann habe ich ja angefangen mit Romanistik und Publizistik, weil ich an sich Auslandskorrespondent werden wollte. Habe gespielt in einer Laiengruppe, Studentenlaiengruppe, französisches Theater. Und hatte da ziemlich viel Erfolg, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich dachte, Mensch, wäre natürlich toll, eventuell aus so einem Hobby einen Beruf zu machen. Und das habe ich dann mit Vehemenz betrieben und auch mit geringem Erfolg. Nee, also ich kann mich dazu nicht im Einzelnen äußern. Ich kann nur sagen, dass natürlich dem deutschen Humor großer Schaden zugefügt worden ist, weil zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz durch die Vertreibung der Juden was Wesentliches abgeschnitten worden ist, was uns bis heute noch fehlt. Das ist mir schon klar. Aber da ich mich sowieso ja nicht an Vorbildern orientiere, versuche ich das, was ich an Komik transportiere, aus mir selbst herauszufinden. Ich glaube, für mich, also wohlmeinende Kritiker, bestätigen mir immer eine gewisse Vielseitigkeit. Und die versuche ich auch auszuleben. Also mir wäre es langweilig zu sagen, Didi ist nur alles, was ich kann. Das wäre ja furchtbar. Wäre für den Zuschauer auch irgendwann langweilig, weil man dann immer wieder dasselbe sieht. Und für mich auch. Ich versuche immer, das mit dem Bild klarzumachen. Ich esse gerne Kohlroulade. Aber nicht 30 Mal im Monat. Und so ist es so, dass ich eben versuche, als Schauspieler zu sagen, das kann ich auch. Und das kann ich auch, glücklicherweise. Es gibt ja viele Kollegen, die sehr gut, und denen sei es auch gegönnt, auf so einem ganz schmalen Segment arbeiten. Das würde mich nicht interessieren.
Das ist eine sehr philosophische Frage. Ich glaube eigentlich, dass Komiker einfach in ihrem Grundwesen Optimisten sind, weil sie, und sie können natürlich sagen, gut, Optimisten sind schlecht informierte Pessimisten, aber eigentlich ist es so, dass ich, und ich kann es nur aus meiner Sicht erklären, ich glaube, das sind Leute, die erstens mal sehr genau zuhören, was unsere Lieferanten von sich geben, also die Politiker, und die das eben so umdrehen, dass es komisch sein kann, obwohl es immer schwerer wird, weil die Politiker in sich selbst ja schon sehr komisch sind.